Herzlich willkommen zum Video nach dem Mathestudium Berufsperspektiven. Mein Name ist Stefan Neukam, ich bin Professor für angewandte Analysis an der Fakultät Mathematik an der TU Dresden. Und dieses Video ist entstanden für den Unitag 2020. Der Unitag ist eine Veranstaltung der TU Dresden, die jährlich stattfindet. Und die ist dafür gedacht, dass sich Schülerinnen und Schüler und deren Eltern informieren können, ganz direkte Informationen sich abholen können zu den verschiedenen Studiengängen, die die TU Dresden anbietet. Ja, dieses Jahr, im Jahr 2020, kann der Unitag leider aufgrund der Corona-Pandemie nicht wie gewohnt stattfinden, aber wir versuchen, diesen so gut wie möglich im Online-Format abzubilden, und in diesem Rahmen ist dieses Video hier entstanden. Ja, bei uns an der Mathematik können Sie Mathematik in verschiedenen Ausprägungen studieren, als Bachelor Mathematik, als Bachelor Wirtschaftsmathematik oder, wenn Sie Lehrer werden möchten, auch in dem Rahmen eines Lehramtsstudiengangs mit Fach Mathematik. Und natürlich bieten wir auch verschiedene Masterstudiengänge an mit verschiedenen Schwerpunktsetzungen. Darum soll es aber hier in diesem Video nicht gehen, sondern es geht um die Frage, ja, was passiert denn, wenn Sie denn bei uns das Mathestudium absolviert haben? Was passiert danach? Welche Möglichkeiten eröffnet Ihnen so ein Studium und wie sehen denn die Perspektiven auf dem Arbeitsmarkt aus? Das ist das Programm dieses Vortrags. Wir werden uns ganz kurz den Arbeitsmarkt ansehen. Wir werden feststellen, dass Möglichkeiten sehr gut sind auf dem Arbeitsmarkt. In kurzer Zeit finden Mathematiker adäquate Tätigkeiten, die auch ganz gut bezahlt sind. Das kann zum einen erstaunen, denn wir werden auch sehen, dass die meisten Mathematikstudenten nach ihrem Studium nicht in expliziten Mathematikberufen arbeiten. Und das führt uns dann zu dem zweiten Punkt, nämlich den Berufsbildern. Und das ist ganz interessant, denn Sie werden sehen, dass Mathematiker ganz, ganz vielfältig eingesetzt werden. Und wir versuchen dann in diesem dritten Punkt zu ergründen, warum denn das auch der Fall ist. Und das liegt darin, dass Sie im Studium vielfältige Kompetenzen erwerben, die für ganz viele Tätigkeiten von Bedeutung sind. Dann möchte ich auch ganz kurz die Frage Bachelor-Master anschneiden. Ist es sinnvoll, nach dem Bachelor aufzuhören oder ist es besser, ein Masterstudium anzuschließen? Das ist nur dann für Sie von Belang, wenn Sie nicht im Lehramt studieren möchten. Und am Schluss gebe ich Ihnen noch ein paar Angaben zu den Quellen, auf denen dieser Vortrag beruht, und auch ein paar interessante Links, wo Sie weitere Informationsbroschüren finden können. Ja, beginnen wir mit dem Arbeitsmarkt. Zwei Zahlen, 2,4% und 42.000 Euro. 2,4%, das ist die studienfachspezifische Arbeitslosenquote. Eine Zahl, die aus dem Bericht der Bundesanstalt für Arbeit entnommen ist, ein Bericht aus dem Jahr 2019. Und das ist eine sehr geringe Zahl. Man kann sagen, dass unter den Mathematikern eben Vollbeschäftigung herrscht. In dem Bericht wird es so formuliert, Arbeitslosigkeit ist in der Regel nur ein kurzfristiges Suchphänomen. Diese studienfachspezifische Arbeitslosenquote ist im Übrigen auch für andere naturwissenschaftliche Studiengänge so, für Physik etwa. Und auch wenn Sie Informatik oder andere Technikberufe studieren, haben Sie geringe Arbeitslosenquoten. Diese sogenannten MINT-Studiengänge, also Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik, diese Studienabsolventen werden eben auf dem Arbeitsmarkt sehr gesucht. Ja, 42.000 Euro ist das durchschnittliche Einstiegsgehalt. Das ist eine Zahl, die jetzt auf der Website berufsstart.de auf Grundlage deren Daten eben errechnet wurde. Die kann in der Realität nach oben oder nach unten abweichen, aber als eine Hausnummer ist diese wahrscheinlich ganz in Ordnung. Um das mal zu vergleichen, wenn man das mit anderen Berufsfeldern vergleicht und die gleiche Datengrundlage nimmt, dann sieht man, dass die Einstiegsgehälter für Akademiker natürlich auch noch besser sein können, zum Beispiel wenn sie Physik oder Fahrzeugtechnik studieren. Wenn man jetzt aber die
Mathematiker nimmt, das heißt Wirtschaftsmathematik und Mathematik, dann ist man in diesem Bereich und da ist man, ich würde mal sagen, unter den Naturwissenschaften im sehr guten Mittelfeld und bezogen auf alle Akademiker ist man da eher am oberen Ende. Beispielsweise bei BWL ist man etwas drunter oder auch bei Informatik wird hier eine niedrigere Zahl ermittelt und der Durchschnitt von naturwissenschaftlichen Studiengängen scheint diese Zahl zu sein. Nun gut, es gibt natürlich große Abweichungen unter den Gehältern bei den Mathematikabsolventen und der Grund ist, dass die Mathematiker in ganz verschiedenen Berufsfeldern arbeiten. Und ich möchte Ihnen mal natürlich nur eine Abweichung nach oben aufzeigen. Und die ist hier adressiert. Das ist ein Artikel aus der Sächsischen Zeitung vom letzten Jahr. Da wurde mal so ein Gehaltsatlas 2019 thematisiert. Und hier sehen Sie in diesem Bereich Berufe mit den höchsten Gehältern, dann hier mit den niedrigsten Gehältern. Und ganz oben, auch wenn es hier nicht gut zu sehen ist, sehen Sie die Oberärzte. Dann kommen Berater für Unternehmen und so weiter. Übrigens arbeiten auch viele Mathematiker als Unternehmensberater. Aber ein ganz typischer oder ein ganz ein Beruf, der explizit von Mathematikern nur besetzt wird, sind eben die Versicherungsmathematiker und die sehen sich hier an prominenter Stelle vertreten. Also man kann festhalten, die Berufsaussichten sind sehr gut. Es gibt eine geringe, sehr, sehr geringe Arbeitslosigkeit. Man kann von Vollbeschäftigung sprechen unter den Mathematikern und das Gehalt ist in Ordnung. Aber was arbeitet denn nun eigentlich ein Mathematiker? Es gibt keinen Beruf, wo man sagen kann, das ist der typische Beruf, den ein Mathematiker ergreift. Und das wird ganz gut sichtbar, wenn man sich hier dieses Tortendiagramm ansieht. Das ist jetzt ein Diagramm, das auf einer Analyse basiert, einer Publikation vom Jahre 2010. Das ist nicht mehr ganz aktuell, aber die Situation wird sich nicht stark verändert haben. Und Sie können das dort nochmal nachlesen und vielleicht mit neueren Daten auch vergleichen. Wenn man sich das so anschaut, dann sind nur 17% aller Mathematikabsolventen tatsächlich in spezifischen Mathematik, Biologie, Chemie und Physikberufen tätig. Diese Zahlen beziehen sich nur auf die Mathematikabsolventen. Und warum hier jetzt auch Biologie, Chemie und Physik steht, liegt daran, dass eben zu dieser Zeit keine eigene Kategorie nur für Mathematiker erhoben wurde. Also hat man einfach geguckt, analysiert, welche landen denn in diesen Berufen. Und das bedeutet, diese 17%, die werden dann in der mathematischen oder in der technischen Forschung tätig sein. Beispielsweise in großen Industriebetrieben, die eine Forschungsabteilung haben oder auch an Universitäten. Dann ein ganz großes Feld für Mathematiker sind eben diese Informatik- oder IT-Berufe, das heißt Softwareentwicklung, die Konzeption von Datenbanken und solche Dinge. Da werden Mathematiker sehr gerne eingesetzt. Auch unsere Absolventen sind häufig dann bei Softwareentwicklern nach ihrem Studium tätig. Ein weiteres Feld sind Unternehmensführung und Beratungen. Die großen Unternehmensberatungen stellen sehr gerne Mathematiker ein. Dann auch typisch sind eben Finanzdienstleistungen, Rechnungswesen, Steuerberatung. Na gut, man geht davon aus, dass Mathematiker eben strukturiert mit vielen und großen Zahlen umgehen können. Das heißt, insbesondere wenn es beispielsweise um Versicherungsmathematik geht, ist es ein Feld, wo Mathematiker dann eben viel eingesetzt werden. Und dann gibt es noch, wenn man natürlich Lehramt studiert, relativ viele, die dann als Lehrer und in auszubildenden Berufen tätig sind. Aber Sie sehen schon, das ist ein sehr vielfältiges Gebiet oder es gibt sehr vielfältige Berufsmöglichkeiten, die Sie später nach dem Studium ergreifen können. Und werde ganz am Ende dieses Videos Ihnen auch eine interessante Broschüre ans Herz legen, in denen dann Porträts von Mathematikerinnen
eben dargestellt sind, und Sie können dann Einblick gewinnen, wie vielfältig dann die Perspektiven sein können als Mathematiker. Ja, jetzt stellen Sie sich wahrscheinlich die Frage, warum ist es denn so, dass Mathematiker in so vielen verschiedenen Tätigkeitsfeldern arbeiten können nach ihrem Studium? Und das liegt zum einen an der Mathematik selber, aber insbesondere auch an der Ausbildung, die Sie im Rahmen Ihres Mathestudiums eben durchlaufen. Und darauf möchten wir, oder möchte ich, auf ein paar Folien eingehen. Es wird also um den Kompetenzenerwerb im Studium gehen. Was lernen Sie im Studium? Natürlich nicht inhaltlich, sondern eher auf einer übergeordneten Ebene betrachtet. Und wo lernen Sie das? In welchen Vorlesungen lernen Sie das? Und was steckt da vielleicht noch im Detail dahinter? Und vielleicht der wichtigste Punkt, den man an der Stelle oft machen muss, ist zu sagen, dass die Mathematik universelle Denkstrukturen vermittelt. Und das sind Denkstrukturen, die Gesellschaft momentan im Wesentlichen benötigt. Und zu diesen Denkstrukturen gehört zunächst mal die Fähigkeit, logisch zu denken, dass man in abstrakten Strukturen denken kann und mit diesen auch umgehen kann und dass man eben auch formalisieren kann. Ja, Sie lernen diese Fähigkeiten oder erwerben diese Fähigkeiten bereits bei den Grundlagenvorlesungen im ersten Studienjahr. Im ersten Studienjahr haben Sie insbesondere die Vorlesung Analysis und die Vorlesung lineare Algebra. Und Sie werden sehen, wenn Sie Mathe studieren, in dieser Zeit wird Ihre Art zu denken transformiert. Also es ist wirklich ein spannender, sehr, sehr spannender Prozess, was in dieser Zeit passiert, wie man plötzlich über die Dinge der Welt nachdenken kann und auch nachdenken wird. Es wird gar nicht so genau um die einzelnen inhaltlichen Objekte gehen, sondern mehr um die Eigenschaften der Objekte und wie die Objekte zusammenspielen. Und Sie werden dann eben feststellen, dass Regelmäßigkeiten, Gesetzmäßigkeiten ja, in ganz vielfältigen Bereichen wiederzufinden sind. Und um das überhaupt formalisieren zu können, ausdrücken zu können, bedarf es eben einer symbolischen Sprache. Und die ersten beiden Studienjahre, kann man sagen, bestehen im Wesentlichen auch darin, diese Sprache zu lernen und diese Art des Denkens zu lernen. Ein Denken, das zum einen ganz strikte Regeln beinhaltet und beachten muss, aber zum anderen eben auch viel Fantasie und Kreativität benötigt. Und das Schöne und die Kunst sozusagen und auch die große Kompetenz, die Sie erwerben können im Mathestudium, ist diese zwei anscheinend gegensätzliche Pole, das rein formale, das sehr strikte, regelbasierte und das intuitive, kreative miteinander in Verbindung zu bringen. Und da beginnt man eben im Grundstudium mit diesen beiden Vorlesungen. Und wenn Sie die gemeistert haben, haben Sie schon einen Großteil des Studiums sozusagen gemeistert. Was Sie auch im Studium lernen werden, ist, komplexe Sachverhalte zu erfassen und zu analysieren. Sie werden also lernen, komplexe Strukturen, wie zum Beispiel solche, also symbolhaft ist hier mal ein komplexer Graph abgebildet. Dieser Graph könnte dafür stehen, wie zum Beispiel Webseiten miteinander verknüpft sind. Dieser Graph könnte dafür stehen, wie zum Beispiel Banken miteinander kommunizieren oder wie die Mobilität zwischen Städten aussehen könnte und so weiter und so fort. Und für solche Objekte und viele andere Objekte wird man die richtige Sprache lernen und auch man wird lernen, die sozusagen zusammengefasst darzustellen, ohne dass man sich über all diese Details im Einzelnen zu jedem Zeitpunkt des Nachdenkens Gedanken machen muss, aber so, dass diese Details trotzdem noch im Denken und in der Analyse vorhanden sind. Das heißt, man sucht nach allgemeinen Strukturen und Eigenschaften, die man in vielen komplexen Situationen wiederfinden kann. Und das ist eine Kompetenz, die man trainiert anhand von mathematischen Objekten, aber die sehr nützlich ist dann im späteren Berufsleben in verschiedenen Tätigkeitsfeldern. Das andere, was Sie auch lernen, ist Durchhaltevermögen und Resilienz. Und das wird auch wertgeschätzt. Ich denke, wer ein Mathestudium überstanden hat,
hat bewiesen, dass er auch Durststrecken überwinden kann. Ja, das lernen Sie zum Beispiel in den weiterführenden Vorlesungen, die dann im zweiten Studienjahr, in der zweiten Hälfte des zweiten Studienjahrs und dann im dritten Studienjahr sozusagen den Schwerpunkt bilden. Da gibt es dann Vorlesungen wie Stochastik, höhere Analysis, Algebra, Optimierung und so weiter und am Schluss die Abschlussarbeit. Und hier blicken Sie tiefer in spezialisierte Gebiete hinein und spezialisieren bedeutet auch, dass die Dinge etwas komplizierter werden, dass man vielleicht länger braucht, um die Inhalte zu verstehen, dass man länger nachdenken muss, vielleicht auch mehr üben muss. Und das kann mitunter anstrengend sein, aber man gewöhnt sich daran und erwirbt auf diese Art und Weise eben die Resilienz, die in ganz vielen Berufen ein wichtiger Aspekt ist, den ein Kandidat für eine Stelle eben mitbringen sollte. Ja, ganz wichtig ist festzustellen, dass mathematische Strukturen eben die ganze Welt durchdringen. Und zum einen werden Sie im Studium natürlich den Schwerpunkt darauf setzen, in Ihrem Studium Mathematik, die Sprache der Mathematik zu erlernen und auch die Teilbereiche der Mathematik sich anzueignen. Aber die Mathematik ist eben auch die Sprache, in der alle Naturwissenschaften formuliert sind. In der Physik ist es ganz offensichtlich. Physik und Mathematik wurden auch nicht lange Zeit nicht unterschieden, hat sich erst in der Neuzeit sozusagen in verschiedene Disziplinen entwickelt. Aber die Verbindungen zwischen Mathematik und Physik sind natürlich sehr, sehr nahe. Aber auch in ganz anderen Bereichen werden inzwischen Theorien und Modelle mithilfe der Mathematik formuliert, in der Medizin sowieso, aber auch in der Psychologie gibt es quantitative Modelle, die auch durchaus mathematisch komplizierter sein können. Und auch in den Lebenswissenschaften, in den Sozialwissenschaften werden verstärkt mathematische Modelle eingesetzt, zum Beispiel um zu verstehen, wie sich Fake News ausbreiten, um jetzt ein aktuelles Thema zu nennen. Und wie wird das nun im Studium abgebildet? Nun, zum einen haben Sie von Beginn an immer ein Nebenfach im Mathestudium. Da gibt es klassische Nebenfächer wie Physik beispielsweise oder BWL, VWL, solche Dinge. Aber im Prinzip haben Sie sehr viele Möglichkeiten, Ihr Nebenfach zu wählen. Und für die typischen also Nebenfachkombinationen, sind auch die Studienpläne entsprechend abgestimmt. Dann auf Seiten der Mathevorlesung adressieren wir sozusagen den Aspekt, dass Mathe eben in ganz vielen Anwendungsbereichen eine bedeutende Rolle spielt, indem wir im dritten Studienjahr Studienschwerpunkte anbieten wie Modellierung und Simulation, in der Sie tatsächlich lernen, außermathematische Problemstellungen mithilfe der Mathematik zu formulieren. Das nennt man Modellierung und diese dann auch mithilfe von Computerprogrammen zu simulieren, dann zu verstehen, wie man die Ergebnisse, die man berechnet hat, interpretieren muss und wie man dann gegebenenfalls die Modelle nochmal nachjustieren muss. Das lernen Sie in Vorlesungen bei uns. Und die Kompetenzen sind also mathematische Modellbildung und das Know-how, wie man Mathematikwissen in andere Bereiche transferieren kann. Und auch das ist natürlich, wird wertgeschätzt in verschiedenen Berufsbildern, zum Beispiel gerade in Forschungsabteilungen von größeren Industrieunternehmen. Ja, damit zusammenhängend ist ein weiterer Schwerpunkt im Studium, den Sie verschieden stark ausprägen können. Sie haben viele Möglichkeiten, Ihr Studium individuell zu gestalten. Eine Möglichkeit ist, dass Sie sagen, ja, ich möchte mich auf das Programmieren und die Computersimulation konzentrieren am Ende des Studiums. Und darum geht es, also es geht in diesem Bereich halt darum, nicht nur Problemstellungen mithilfe der Mathematik zu modellieren, sondern dann auch explizit darum, wie kann man nun die sich ergebenden mathematischen Problemstellungen
mithilfe des Computers simulieren. Wie macht man das effektiv? Wie macht man so, dass die Ergebnisse auch zuverlässig sind? Das hat zum einen theoretische Aspekte, aber zum anderen geht es auch darum, mit geeigneten Sprachen dann diese Programme zu implementieren. Und bei uns an der TU Dresden, das ist vielleicht ein Alleinstellungsmerkmal, ist es so, dass Sie bereits im ersten Studienjahr Algorithmik und Programmieren erlernen in einer wichtigen Vorlesung. Wir haben also explizit eine Vorlesung Programmieren und dort lernen Sie mit dem Computer dann Problemstellungen algorithmisch zu lösen und auch die Feinheiten, was da zu beachten ist und wann man lieber mal dem Ergebnis nicht vertraut und wie man vielleicht etwas implementiert, sodass das auch in endlicher Zeit zu einem Ergebnis führt und Sie nicht erst nach 10.000 Jahren eine Antwort vom Computer erhalten. Und das Ganze kann dann im dritten Studienjahr eben intensiviert werden. Da gibt es dann Vorlesungen im Bereich Optimierung und Numerik oder eben auch die Modellierung und Simulation. Ja, eine weitere Kompetenz, die Sie im Studium erwerben, ist eben kritisches und systematisches Arbeiten. Und das erlernen Sie im zweiten Studienjahr beispielsweise in einem Pro-Seminar. Dort im Pro-Seminar wird Ihnen ein Text, ein Forschungstext oder ein Text aus einem Lehrbuch zur Hand gegeben. Sie müssen den dann selbstständig erarbeiten und dann Ihren Kommilitonen, Ihren Studienkolleginnen und Kollegen eben vorstellen, die Inhalte vorstellen. Und das ist eine Tätigkeit, bei der Sie eben ein systematisches Arbeiten dann auch erlernen. Und natürlich viel wichtiger wird dann diese Kompetenz, wenn Sie Ihre Bachelorarbeit verfassen am Ende des dritten Studienjahrs. Also Sie sehen, losgelöst von den eigentlichen Inhalten gibt es sehr viele Aspekte, die man im Mathestudium erlernen wird und erlernen muss und die eben dann auch in ganz anderen Berufsfeldern von großem Nutzen sind und das erklärt, warum Mathematiker letztlich in so vielen verschiedenen Bereichen sehr gerne eingestellt werden und dort auch erfolgreich tätig sind. Ja, bei uns können Sie Lehramt Mathematik studieren, aber Sie können eben auch Bachelor und Master später Mathematik studieren und ich möchte hier auf dieser Folie kurz die Frage adressieren, ob man zum Beispiel nach dem Bachelorstudium noch einen Master anschließen sollte oder nicht. Grundsätzlich ist zu sagen, dass wir im Bachelorstudiengang zwei Bachelor anbieten, einmal einen Bachelor Mathematik und einen Bachelor Wirtschaftsmathematik. Man kann zwischen denen auch wechseln. Der Wirtschaftsmathematik-Bachelor hat eine bessere Koordination mit den Nebenfächern, die man eben mit einer Spezialisierung auf Wirtschaftsmathematik dann eher benötigt. Und im Master haben wir dann verschiedene Masterstudiengänge, nämlich den Master Mathematik, Technomathematik, Wirtschaftsmathematik und den internationalen Master Computational Modeling und Simulation. Und dort sind auch verschiedene Schwerpunkte gesetzt. So, grundsätzlich ist zunächst mal zu sagen, dass bei uns der Bachelor in der Regelstudienzeit 3 Jahre dauert und der Master, den man dann dahinter setzen kann, der dauert nochmal 2 Jahre im Regelfall. Was sind jetzt so die Unterschiede in Bezug auf die Berufsperspektiven? Zum einen ist es natürlich so, dass wenn man mit einem Bachelor in die Berufswelt geht, dass man dort ein geringeres Einstiegsgehalt hat. Das ist die Zahl. Das Einstiegsgehalt für die Absolventen mit dem Bachelorabschluss. Diese Zahl bezieht sich jetzt auf alle Akademiker, nicht nur die Mathematiker, aber diese Größenordnung wird oder dieses Verhältnis zwischen Bachelor und Master wird eben auch für die Mathematiker ähnlich gelten. Es ist grundsätzlich so, dass man nach dem Bachelor durchaus relativ schnell auch eine adäquate Tätigkeit finden wird. Der Bachelorabschluss ist also in der Berufswelt inzwischen akzeptiert. Die Zeitspanne sind 1,5 Jahre, statistisch gesehen auch auf alle Akademiker bezogen. Und das ist die Zeitspanne nach
Bachelorabschluss bis zur Aufnahme einer Tätigkeit, die adäquat ist. Adäquat bedeutet, dass es eine Tätigkeit ist, bei der man eben einen Bachelor oder einen vergleichbaren Abschluss vorweisen muss. Also keine Hilfstätigkeit beispielsweise. Beim Master geht es viel schneller, das sind 3 bis 4 Monate. Und hier ist die Zeitspanne immer so berechnet, dass dann der Großteil, ich glaube beim Master wurde 88% genannt, dann eben in einer adäquaten Tätigkeit dann angelangt sind. Dann ist es so, okay, man kommt mit einem Bachelor auch unter in der Berufswelt, aber man muss damit rechnen, dass es ab einem gewissen Niveau dann Einschränkungen gibt in den Entwicklungsmöglichkeiten. Insbesondere ist es oft so, dass wenn man wirklich die oberste Führungsebene erreichen möchte oder wenn man spezialisierte wissenschaftsnahe Aufgaben machen möchte, dann wird oft ein Master verlangt und es ist schwieriger, mit einem Bachelor so weit zu kommen. Neben dem Einstiegsgehalt ist vielleicht viel wichtiger, wie zufrieden die Absolventen mit ihrer Tätigkeit sind. Und da gibt es Zahlen in diesem Bericht und unter dem Titel Adäquate Beschäftigung. Das soll also ausdrücken, wie viele Absolventen sind dann in einer Tätigkeit beschäftigt, die ihren Abschluss, also einen akademischen Abschluss, überhaupt voraussetzen. Und da ist es beim Bachelor so, dass es rund 70% sind, während es beim Master 94% sind. Das heißt, 94, also viel mehr Masterabsolventen führen dann tatsächlich eine Tätigkeit aus, für die man studieren musste. Und dementsprechend werden die typischerweise auch zufriedener sein in ihrer Tätigkeit, aber sie finden genauere statistische Zahlen zur Zufriedenheit auch nochmal, wenn sie in diesen Bericht hier eben reinschauen. Ja, grundsätzlich meine persönliche Sicht auf die Frage Bachelor-Master ist die, dass man dieses Studium so sehen soll, dass es mit dem ersten Semester Bachelor beginnt und mit der Masterarbeit endet und durchaus in diesen dann 5 Jahren einen Studienplan erstellen sollte, welcher strategisch diese ganzen 5 Jahre überdeckt. Man beginnt natürlich in den ersten 2 Jahren erstmal zu verstehen, was Mathematik ist, aber dann gibt es so viele Spezialisierungsrichtungen, die man sehr individuell gestalten kann, und zwar auch nach seinen Interessen und nach seinen Begabungen auch. Und man soll ruhig dann die richtigen Weichen schon im zweiten, dritten Studienjahr Bachelor stellen, und zwar mit Hinblick auf das, worauf man dann als Masterstudent letztlich dann aufbauen möchte und auch was letztlich einen dann in der Masterarbeit beschäftigen möchte. Und wichtig ist natürlich dabei immer zu schauen, was kann man gut und was macht vor allem Spaß und was ist interessant für einen selber. Denn nur wenn man Freude hat an den Inhalten, die man im Studium erlernen möchte, nur dann hat man auch sozusagen die Motivation und das Durchhaltevermögen, sich mit diesen Inhalten auch wirklich erfolgreich dann zu beschäftigen. Okay, wir sind eigentlich am Ende des Videos. Ich möchte zum Schluss nur ein paar Quellen angeben, die ich hier verwendet habe, auf die ich mich bezogen habe und ein paar weitere Informationen Ihnen bekannt geben. Zunächst einmal ist es so, falls Sie interessiert sind an einem Mathestudium, dann finden Sie sehr viele, eigentlich alle Informationen, die Sie benötigen, auf unserer Webseite. Diese Webseite ist speziell die Einstiegsseite für Studieninteressierte. Sie finden dort auch eine Übersicht zu unseren Angeboten am Unitag und die ganzen Studienpläne, Informationen zur Zulassung und so weiter und so fort und auch eben Kontakte zu Ansprechpartnern, also unsere Studienfachberater sind dort auch aufgeführt. Eine ganz tolle Broschüre ist diese hier, Mathematikbroschüre, die Summe deiner Berufsmöglichkeiten. Das ist eine Broschüre, die sehr bunt ist und die vom Bundesministerium für Bildung und Forschung mit unterstützt wurde. Und in dieser Broschüre finden Sie Porträts von Studentinnen und Frauen, die Mathematik studiert haben und jetzt vielleicht promovieren und oder in ganz verschiedenen Berufsfeldern eben tätig sind. Und Sie erhalten so einen Einblick,
was man mit Mathe eigentlich machen kann und wohin das führen kann. Das ist eine ganz interessante Broschüre. Und Sie finden auf dieser Webseite auch Broschüren zu anderen MINT-Berufen. Dann eine mathematische oder eine Statistikstudie zur Thematik Mathestudium und Berufsbilder ist jene hier, Zahlen rund um die Mathematik. Wenn Sie im Internet mal suchen, dann finden Sie die Publikation. Das ist jetzt nicht die neueste, aber so dynamisch ist eben die Situation nicht. Und es gibt trotzdem noch einen guten Eindruck, wo Mathematiker eben in welchen Bereichen sie unterkommen und wie die Situation aussieht. Dann eine aktuelle Statistik, ein aktueller Statistikbegriff ist jene hier, Akademikerinnen und Akademiker. Das ist ein Bericht der Bundesagentur für Arbeit und die ist vom April 2019. Die finden Sie auch, wenn Sie im Internet suchen. Und dort wird generell mal geschaut, wie und wo nicht Mathematiker nur, sondern auch Akademiker allgemein unterkommen. Und es gibt dort auch eben spezifische Daten zu der Berufs- oder der Arbeitsmarktsituation von Mathematikern. Ja, damit bin ich am Ende dieses Videos. Wenn Sie Fragen haben, können Sie ruhig und gerne die Kommentarfunktion benutzen und wenn ich mal Zeit habe, dann schaue ich da auch mal rein und versuche diese dann zu beantworten. Und ansonsten lade ich Sie ein, eben am Unitag 2020 teilzunehmen. Dort gibt es auch die Möglichkeit, im Rahmen eines Live-Chats mit Professorinnen und Professoren und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Fakultät Mathematik direkt nicht ins Gespräch, aber zumindest in den textuellen Informationsaustausch zu treten. Vielen Dank.